Fegesack, das kleine Städtchen im Norden Bremens. Im Zentrum der Fegesacker Hafen, einer der ältesten künstlich angelegten Häfen. Heute dient er als Heimathafen für Freizeit- und Traditionsschiffe. Hier wurden 400 Jahre maritime Geschichte geschrieben. Noch im 17. Jahrhundert verlief der Transport von Waren nahezu ausschließlich über die Wasserwege. Getreide, Baumaterialien, Nahrung, all dies wurde über Schiffe und weiter flussaufwärts über Kähne bewegt. Das Fällen unzähliger Bäume entlang der Mittel- und Oberweser brachte nicht nur ein begehrtes Frachtgut, sondern auch eine Versandung der Weser mit sich. Die weltweit aktiven Bremer Kaufleute fürchteten dadurch, von den Handelswegen abgeschnitten zu werden. Zwar gab es noch die Häfen Elsfleth und Brake, dort verlangte der Großherzog von Oldenburg jedoch Zoll. Deshalb suchten die Bremer auf eigenem Territorium nach einem Standort für einen Vorhafen und ein Winterlager. Hier, nahe der Zuflüsse von Lesum, Aue und Ochtum, ankerten viele Schiffe. Der Flusslauf war breit. Waren konnten umgeladen werden. Lediglich eine Kneipe bot den Seeleuten passende Abwechslung. Und zwar wurden auch andere Standorte flussabwärts in Erwägung gezogen, aber der Ausbau der Aue-Mündung war naheliegend und die preisgünstigste Lösung. In politisch turbulenten Zeiten, während in Europa ein Krieg begann, der schließlich 30 Jahre andauern sollte, wurde mit Hilfe von holländischen Wasserbauern dieser bremische Vorhafen gebaut. Auf diesem Gemälde vom gestrandeten Wal lässt sich die erste Abbildung des Fegesacker Hafens entdecken. Ein Hafenbecken mit diesem hölzernen Bollwerk bot einen sicheren Hafenumschlag. Damals gab es auch schon das Hafenhaus, Wohnung und Arbeitsplatz des Hafenmeisters mit Schankerlaubnis. Ein Gastronomiestandort bis heute. Die Handelsrouten von Fegesack aus verliefen nicht nur flussaufwärts ins Binnenland, sondern zu vielen Städten an Nord- und Ostsee. Sandstein, Getreide, Holz, allerlei Nahrungsmittel und sogar Wein aus Frankreich wurden hier umgeschlagen und weiter nach Bremen transportiert. Eine stetige Erfolgsgeschichte begann. Lediglich die Staatszugehörigkeit des Hafens änderte sich. Mal dänisch, mal hannoversch, mal schwedisch, mal französisch. Erst der Frieden von London Ende 1804, ein Friedensabkommen zwischen europäischen Staaten, sorgte für klare Verhältnisse. Die Fegesacker wurden Bremer Bürger und der Hafen erreichte in den Folgejahren den Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Doch dann kam wieder die Versandung ins Spiel. Gerade die in Holland entwickelten Schiffe benötigten mehr Wasser unterm Kiel. Die Weser wurde jedoch flacher. Politiker und Kaufleute aus Bremen entschieden sich deshalb 1825 zum Bau eines zweiten Vorhafens in der Geestemündung beim heutigen Bremerhaven. Das war das wirtschaftliche Aus für den Fegesacker Hafen. Aber es gab ja noch die Schiffswerften, die sich auf den Bau immer größerer Schiffe konzentrierten. Vor allem der umtriebige Schiffbaumeister Johann Lange erwies sich als ein Glücksfall für Fegesack. Mit seiner Lange-Werft konstruierte und baute er Walfangschiffe, betrieb die dazugehörige Reederei und gleich neben dem Hafen eine Transiederei sowie weitere Verarbeitungsbetriebe. Fegesack entwickelte sich zum Stützpunkt für eine Walfangflotte, deren Schiffe in der Arktis und bis in den Südpazifik Jagd nach Walen machten. Zwar erweiterte Johann Lange und später seine Witwe Anna die Werft auch nach Bremerhaven, in Fegesack jedoch entstanden nach wie vor innovative Schiffe. Schon 1817 wurde hier das erste Flussdampfschiff für die Personenschifffahrt gebaut. In den folgenden Jahrzehnten brachten Dampf- und Motorantriebe, die aufkommende Auswandererschifffahrt sowie der Stahlschiffbau völlig neue Gewerke und Unternehmen an die Unterweser.
Kiek mal, Frieda! Was ist denn hier los? Wie der Alltag im Hafen 1845 aussah, dies spielen Darstellerinnen und Darsteller im Fegesacker Geschichtenhaus nach. Um 1860 wurde ein Fegesacker für seine bis in die heutige Zeit prägenden Ideen bekannt. Adolf Bermpohl, ein erfahrener Kapitän und Navigationslehrer an der Seefahrtsschule. Er forderte ein Seenotrettungswerk auf freiwilliger Basis, von den Küstenbewohnern betrieben, aber auf Basis von Spenden aus ganz Deutschland finanziert. Er war mit seinen Veröffentlichungen einer der Ideengeber zur Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS. Die DGZRS wurde in Kiel 1865 gegründet. Der Hauptsitz wurde Bremen. Ein wesentlicher Teil der heutigen Seenotrettungskreuzer und Seenotrettungsboote der Rettungsgesellschaft wurde und wird immer noch an der Unterweser gebaut. Seit Gründung hat die DGZRS allein bis heute rund 86.000 Menschen aus Seenot gerettet oder Gefahr befreit, freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert. So wie es in Fegesack erdacht worden war. Ein anderes Ende erfuhr der Walfang. Er wurde von Fegesack nur so lange erfolgreich betrieben, bis die Entdeckung und Entwicklung des Petroleums den Tran als Brennstoff ablöste. Eine positive Wendung für die Wale und eine neue wirtschaftliche Chance durch den Bau von Petroleumklippern in Fegesack. Fegesack blieb in seiner wirtschaftlichen Entwicklung erfolgreich. Auf dem Gelände der Lange Werft gründeten Bremer Kaufleute die spätere Großwerft Bremer Vulkan und gleich danach die Bremen-Fegesacker Fischereigesellschaft. Die Werft baute Heringslogger, die Fischereigesellschaft fischte und verkaufte die Heringe und schuf in den folgenden 70 Jahren für Männer und Frauen neue Arbeitsplätze im Fischfang und der Verarbeitung und dies bis in die 1960er. Am anderen Ende der Fegesacker Promenade baute der Bremer Vulkan rund 100 Jahre lang Handelsschiffe bis in die 1990er Jahre hinein. Wie überall in Europa erwies sich jedoch der Handelsschiffbau als zu teuer im Vergleich zur asiatischen Konkurrenz. Alle politischen Versuche, den Bremer Vulkan zu retten, scheiterten endgültig 1997. In der unmittelbaren Nachbarschaft waren seit Beginn des 20. Jahrhunderts Spezialschiffbauer erfolgreich. Im Fegesacker Hafen und auf der Weser sah man nun neben den Heringsloggern immer häufiger schnelle Motorboote. Diese baute die Werft von Friedrich Lürssen. Anfangs Motorboote für Wohlhabende, später Schiffe für die Marine und andere Auftraggeber rund um den Globus. Mit den Nachbarwerften Abeking und Rasmussen sowie Fassmer wuchs in Fegesack und Umgebung ein Spezialschiffbauzentrum mit Weltgeltung heran. Der Fegesacker Hafen steht für eine maritime Erfolgsgeschichte, von der Notlösung für die Bremer Kaufleute über immer wieder neue Schiffbauinnovationen, über die größte Loggerflotte Europas, bis hin zu einem Standort, an dem die größten Luxusjachten erdacht und gebaut werden. An all dies erinnert auch die heimatkundliche Sammlung im Schloss Schönebeck. Warenumschlag findet im Fegesacker Hafen nicht mehr statt. Für Traditionsschiffe ist er jedoch perfekt und beliebt. Mit der weiteren maritimen Meile entlang des Stadtgartens bietet er eine einzigartige Kulisse sowie einen ganz besonderen Ort für Fegesacks Feste und Veranstaltungen. Fegesack ist auch weiterhin ein maritim geprägter Stadtteil geblieben. Sicht- und spürbar rund um den Hafen, der maritimen Meile und darüber hinaus.